So, okidoki, da sind wir wieder. Achso, ich muss das mal wieder Vampire starten. So, ich möchte euch mal jetzt ganz kurz mal zeigen, was man so alles mit Variablen machen kann. Und zwar Home. Haben wir ja zum einen kennengelernt, ne, dass man Menüs manipulieren kann, wenn man quasi entsprechende Stats hat. Oder aber, dass man halt, ne, auch hier sieht man wieder Unterabzweigungen, kann man auch die If-Sachen, kann man beliebig weit verschachteln, genauso wie wir auch schon das beim Menü gesehen haben, ne. Man kann ja auch Menüs im Menü haben, das geht ja auch. Genauso kann man das natürlich auch mit If machen, ne. If Geld kleiner als 100, dann gucken, ob Geld auch kleiner ist als 200. Das macht nicht wirklich, was habe ich denn hier gemacht? Ach Quatsch, nee, ist Love kleiner als 100. Ne, auf ein Date gehen, dann guckt man, ob man überhaupt genug Liebe hat. Wenn nein, dann das. Und wenn man mehr als 100% Liebe hat, also wenn, ne, verliebt ist, dann das hier. Das mit dem Else haben wir noch nicht erklärt. Das mache ich dann auch bei Gelegenheit, wenn es soweit ist. Genauso gibt es auch noch so ein Else-If. Das ist das hier, aber wie gesagt, das kommt dann alles später. Das wird uns erstmal nicht interessieren, aber ich möchte halt schon mal zeigen, wie es ungefähr aussehen kann. So. Spiel starten. So. So kann das Ganze dann ungefähr aussehen. Ne? Man hat hier quasi oben seine Stats. Es ist aktuell Tag 0, 4 Uhr. Man hat 100 Dollar. Keine Liebe, keine Hornigkeit, wer auch immer. Ja. Nicht weiter nachfragen. Intelligenz keine, man ist kein Badass, man hat keine Skills. Aber auch wenn man jetzt zur Schule geht, dann ist es auf einmal 12 Uhr. Das heißt, man kann zwar am PC arbeiten, aber man kann nicht mehr arbeiten gehen, weil es ist schon 12 Uhr. Man kann auch nicht mehr zur Schule gehen, weil es ist bereits 12 Uhr. Aber man hat dafür jetzt ein bisschen Intelligenz bekommen, weil man halt zur Schule gegangen ist. Arbeiten am PC, bop, hat man PC-Skills, jetzt ist es 16 Uhr, wieder arbeiten am PC. Ja, und jetzt ist es nächster Tag, weil es war bereits 20 Uhr. Und wenn 20 Uhr ist, größer gleich 20.000. Also diese sogenannten Millistunden, kennt man vielleicht auch von meinem Test. Die arbeiten auch damit, mit diesen Millistunden. Dann ist halt quasi wieder 4 Uhr und der nächste Tag. Deswegen auch bei mir Tag 1, 4 Uhr. Ja, jetzt kann man wieder zur Schule gehen, wieder am PC arbeiten, nochmal am PC arbeiten. Wieder zur Schule gehen, ne, weil nächster Tag wieder ist, oder man geht richtig arbeiten. Dann kann man jetzt auch vielleicht mit einem Mädchen ausgehen, hat man, ne, 10% Liebe, 20%, 30%, wieder nächster Tag und so weiter und so fort. Das heißt, die Sachen, die man hier ausfüllen kann, verändern sich je nachdem, wie die Variablen sind, und man sieht die Variablen auch immer hier oben angezeigt. Und das ist das, was wir jetzt auch machen wollen, was aber ein bisschen komplizierter ist, weil Vampy arbeitet, naja, ich will jetzt nicht sagen mit Threads, aber es ist sowas in der Art, das Parallelisierung. Das heißt, wir haben quasi, das hier ist unsere Anzeige und diese wird parallel zum eigentlichen Spiel angezeigt. Das geht relativ simpel, wenn man sich einfach an das hält, was ich bereits gemacht habe. Deswegen gilt hier wieder, kopieren und benutzen ist erstmal am sinnvollsten tatsächlich. Wir machen hier oben einfach mal bap, Screen Stats. Oder Stats Screen. Keine Ahnung was. So. Das hier ist uninteressant für euch. Einfach übernehmen. Ist ein Tag. Das ist quasi, ja, wenn man mehrere Screens benutzt, damit das Spiel diese auseinanderhalten kann. Oder damit man selber auch weiterhin darauf zugreifen kann, dass man zum Beispiel wieder schließen kann oder ähnliches. Dafür ist das. Könnt ihr eigentlich benennen, wie ihr es wollt. Ich persönlich mache es immer so, wie das hier oben ist meistens. Oder etwas, was halt, ne, einen sagen lässt, damit man halt weiß, was ist. So, modal, uninteressant, einfach auf Falls lassen. Das hier ist für die Uhrzeit später. Ist also auch erstmal uninteressant für uns. Was wir brauchen, ist Text. Und hier wird quasi, was haben wir? So, das ist das, was dann oben angezeigt wird. Hallo.
So, und jetzt müssen wir diesen Screen irgendwie aktivieren. Das heißt, wir sagen, das sieht man hier unten irgendwo, Show Screen. Genauso wie man ein Bild hat. Ne? Man kann ja Bilder anzeigen. Und genau so werden auch diese Bildschirme angezeigt, diese Screens. Und zwar sagt man dann einfach Show Screen und dann der, der angezeigt werden soll. Das, was hier oben steht. Das heißt, wir machen jetzt bei uns auch, wir gehen, ne, wenn wir hier im Menü sind, sagen wir einfach Show Screen Stats Screen. Bam. Und ab jetzt sehen wir bei uns, du kannst weg. Ja. Gehen wir mal wieder bei uns hier rein. Achso, ich kann erstmal hier mein Skript wieder abändern, damit das hier wieder richtig ist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Ab jetzt haben wir quasi oben eine kleine Liste, also eine ganz kleine Zeile, ein Zeilchen quasi, ja, was nichts anderes anzeigt als gar nichts. What? Wait a minute. Schau es gehen. Habe ich das wieder im Doppelpunkt vergessen? Muss man jetzt gucken hier. Wo ist denn ein Doppelpunkt? Nö, muss nicht. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Na, ist doch richtig. So. Ja, nee, ist voll korrekt. Warum machst du es denn nicht? Wait a minute. Beenden. Ja. Projekt starten. Bist du doch eigentlich direkt von Anfang an drin sein? Wir gehen hier rein. Dann geben wir unseren Namen ein. Dann kommt das Bild. Also was tun wir? Und dann, kommt das Ganze. Und dann wird das Screen angezeigt. Oder auch nicht, weil er das nicht macht. Moment mal. Das ist vollkommen richtig. Ich füge mal ganz kurz das hier ein. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil er sagt, dass er die ganzen Variablen nicht kennt, ganz klar. Aber irgendwo habe ich hier. Irgendwas läuft nicht ganz koscher. So. Ja. So, es müsste eigentlich ein Fehler kommen, weil er die ganzen Variablen hier oben nicht kennt. Cache und Love und. Also, Cache kennt er. Das ist aber das Einzige, was er kennt. Name mal hier. Genau. Okay. Gucken wir jetzt mal. Text. Bleh. Hallo. Du hast da. Zeigt da wieder nichts an. Ha. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wieso zeigt das nicht an? Nö, ist alles voll korrekt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da Variablen braucht. Sollte so eigentlich jetzt auch nicht unbedingt anders funktionieren als davor, aber man kann es ja mal probieren. Hä? Komm, einfach mal hier. Oh, ich bin doch so dumm, Alter. Oh, es hat die ganze Zeit funktioniert. Aber es ist weiße Schrift auf weißem Hintergrund. Ich bin doch so ein Lobob. Oh Gott. Ja. Okay. Ich dachte, es ist schwarze Schrift. Aber eben, ist ja weiße Schrift. Man sieht die Schrift einfach nur nicht. Das hier ist natürlich ein bisschen, okay. Da klatschen wir einfach mal ein paar Leerzeichen rein. Hallo. Gut, darauf muss man dann natürlich ein bisschen achten. Ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Können wir jetzt auch mal wieder richtig machen hier. Stats Screen. Ja. Und hier zeigen wir dann an, wo war das jetzt? Das war hier bei dem Menü. Da. Stats Screen. So. Da sollte man das jetzt sehen können. Ich muss mal gucken, ob man noch die... Doch, die Farbe kann man verändern. Das wäre zwar jetzt eigentlich ein bisschen zu tiefgreifend. So, jetzt sieht man hier Hallo. Sehr schön. Man kann nämlich sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, Color ist gleich, und jetzt kann man nämlich wieder die genau hier das hier verwenden wieder. Color ist gleich, wir wollen es schwarz haben, und bei schwarz ist alles auf 0. So sollte das funktionieren. Hoffe ich mal. Reload. Genau, jetzt ist es schwarz. Das heißt, man kann die Farbe tatsächlich auch verändern. Jetzt können wir auch die ganzen Leerzeichen wieder rausnehmen. Wie gesagt, das hier sind solche Tags, die man benutzen kann, um Texte zu formatieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte das Ganze schräg geschrieben haben. Ne, kennt man vielleicht Italy oder Bold oder ich weiß nicht, ob Underline funktioniert oder sowas. Also es gibt mehrere Sachen, die man machen kann. Eins davon ist halt die Farbe. So, das heißt, so ist jetzt das Schwarz. Oh, jetzt haben wir es wieder links, aber ne, nicht weiße Schrift auf weißem Hintergrund, sondern schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. So, wie es sein soll. Und jetzt können wir nämlich sagen, okay, wir wollen unsere aktuellen Statuswerte angezeigt haben. Und das geht halt ganz einfach, indem man sagt, Cache ist gleich, erstmal Dollarzeichen davor, so, schön amerikanische Schreibweise, Cache. Und wir machen mal davon auch ein Leerzeichen, damit es ein bisschen, ne, damit links ein bisschen Platz ist. So, und was gibt's noch? Fitness ist gleich Fitness. So. Und jetzt sollte es auch in Ordnung angezeigt werden. Tada! Das heißt, man sieht jetzt immer unsere Werte. Wir bleiben daheim, bop, sinkt. Wir bleiben daheim, bop, sinkt. Das heißt, wie gesagt, wir haben immer unseren Screen und der wird immer bei jedem Durchlauf neu angezeigt, weil ansonsten würde sich der Wert hier nicht verändern. Weil die Sache ist, wenn der Screen angezeigt wird, ist das ab dann ein statisches Bild. Soweit ich das verstanden habe. Kann auch sein, dass es komplett falsch ist, aber soweit ich es verstanden habe, ist es halt ein statisches Bild. Das heißt, der Text wird an der Stelle, so wie er in dem Moment ist, ab dann angezeigt. Das heißt, wenn sich jetzt Fitness ändern würde, würde der Wert hier oben trotzdem bleiben. Das heißt, wir müssen den Wert dann jedes Mal quasi neu anzeigen mit diesem Show-Befehl, damit auch immer der neue Wert angezeigt wird. Und genau dafür ist nämlich dieses Screen, dieser Tag wichtig, weil in dem Moment, wo man sagt, zeige das Ding bitte einmal an, zeigt er das hier an, merkt aber, okay, mit diesem Tag habe ich bereits eins, was angezeigt wird, und das alte wird damit dann quasi überschrieben. Sonst würde man hier mehrere Zahlen übereinander zu kleben haben. Und das soll ja nicht der Fall sein. Wir können jetzt natürlich mal gucken. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich glaube noch nicht probiert habe. Wenn wir das Ganze nur einmal anzeigen. Ja, jetzt reloadet er.
So, wenn wir jetzt arbeiten gehen. Okay, schau mal an. Der zeigt der hat denn doch tatsächlich. Gut zu wissen. Gut, auch wenn er jetzt hier so eine Überblendanimation hat, aber das ist natürlich dann. Ja. So, und wir sagen, wenn wir jetzt daheim bleiben, muss ich jetzt nicht ganz ein paar Mal klicken hier. So, jetzt, bam, du bist gerade am Sterben, tu was dagegen. Und jetzt, bumm, erstmal relaxen, jetzt haben wir Minuswert, und weil das Minuswert ist, hatten wir diese If-Abfrage, wenn das der Fall ist, sind wir Game Over und das Spiel ist vorbei. Nice. So, ich würde es aber trotzdem immer hier reinmachen, damit auch nicht dieses komische Überblenden da oben immer ist. Oh, machen wir hier. Ach. Hier. Ja. Starr. Ah. Genau. Jetzt haben wir nämlich hier immer knackigen Übergang und nicht dieses komische Überblenden an der Stelle. Sehr schön. Gutchen. Dann haben wir das jetzt an der Stelle auch schon mal geschafft. Das heißt, wir haben Variablen. Wir haben Sachen, ne, so wie halt das hier mit dem Arbeiten, die nur dann gehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und wir haben quasi auch eine Anzeige, die das macht. Wie gesagt, die Sachen hier einfach 1:1, also mit diesem Modal Fels, das ist eine bestimmte Eigenschaft einfach. Einfach übernehmen. Ansonsten gibt es auch ein Wiki dafür. Einfach nachlesen, wenn ihr dafür wirklich Interesse habt, was man damit, weil man kann eine ganze Menge machen. Man kann hier oben auch Schalter hinzufügen, die man dann klicken kann und all sowas kann man auch machen. Aber das ist jetzt nichts, worauf ich jetzt hier eingehen möchte, weil das dann definitiv zu weitführend wäre. Wir nutzen das Ganze einfach erstmal nur dafür, um aktuelle Werte anzuzeigen. Na? Genau. Was könnte man noch machen? Genau, ich habe ja gezeigt, oder nee, ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Ah doch, okay. In der nächsten Folge machen wir mal ein bisschen grafische Spielerei, damit das hier ein bisschen schöner ist, weil, wie gesagt, man kann das hier so machen, aber es geht auch noch schöner. Aber das, ne, machen wir dann in der nächsten Folge. So. Nein, so. So. Auch falsch, das hier. Bis dann.